Deswegen hatte ich Schiss bei 50-50, dass der ins Wasser fällt. Nee, ne? Jetzt regnet es wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Eigentlich wollte ich heute skaten gehen und euch ein bisschen mitnehmen, weil meine kleine Reise, weil ich habe ein zweites Zuhause. Ein zweites Zuhause, ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar in Holland, in Südholland. Ja. Ja, weil, also wir haben hier dank meines Stiefvaters und meiner Mama, sage ich mal, ein Haus. Ich glaube, meine Mama war der ausschlaggebende Punkt und mein Stiefvater hat es gekauft. Wie das so ist mit den Frauen, ne? Ja, und dementsprechend war ich halt regelmäßig hier und jetzt regnet das. Guckt euch das an. Eine blöde Wolke. Da oben. Und ich wollte auch skaten. Jetzt gehen wir rein, so ein Mist. Genau, ich bin quasi in Holland mehr oder weniger teilweise groß geworden. Stellendamm. Schön, dass jetzt hier der Müll abgeholt wird. Nein, wird doch nicht. Genau, auf jeden Fall groß geworden. Meine Mama hat das also gekauft. Mein Stiefvater, Entschuldigung, schnall die raus, mein Piep. Meine Mutter hat es geliebt. Ja, meine Mutter war halt Krankenschwester, also Altenpflegerin. Deswegen waren wir nur alle zwei Wochen hier. Sonst wären wir jede Woche hier gewesen, mit Sicherheit. Komplette Ferien etc. könnt ihr euch ja vorstellen. Freitags Schule, egal was, zack ins Auto nach Holland. Also nee, die würden jetzt hier wohnen, weil die wäre jetzt auch in Rente. Mein Stiefvater ist in Rente. Weil die immer gesagt, wer bald in Rente ist, zieht sie nach Holland. Also wären die jetzt hier am Wohnen, das wäre cool. Aber gut, sie ist jetzt tot. Ja, aber jetzt sind wir hier. Ich bin halt nicht mehr oft hier. Einmal im Jahr, maximal vielleicht auch zweimal, wenn es mal echt gut läuft. So, halt ohne Auto, wenig finanzielle Möglichkeiten, ist es halt schwierig. Na, und jetzt zeige ich euch, wie ich hier Skateboard fahren war, weil ich halt Profi-Skater geworden bin und ich habe dank diesem Holland-Häuschen und dem Skatepark hier eine Menge dazugelernt. Also der hat mir schon viel geholfen. Ich hatte halt Freunde hier in Stellendamm. Also ich, auf dem Weg dahin erkläre ich sowieso eine Menge. Weil ich fahre halt hier raus, dann sehe ich schon einen Spot, wo ich abends immer geskatet bin. Spot ist gut. Ja, und dann zeige ich euch den Weg zu meinem Skatepark, den ich halt ständig dahin radeln musste, weil ich muss radeln, ungefähr 8, ja, ist nicht ganz in der Stadt. Ja, sagen wir 10, 11 Kilometer muss ich hinradeln zum Skatepark. Ah, ich habe eine Uhr, wir stoppen es mal, habe ich ja nie gemacht. Und ich hatte ein Klapprad früher, jetzt benutze ich das hier. Ein bisschen fescher. Wie gesagt, vorher Klapprad. Als ich jung war, mit Gegenwind etc. Ihr seht gleich, ja, wo ich überall herfahren musste. Da ist mein Weg raus gewesen immer. Skateboard habe ich. Beim Klapprad war das besser mit dem Skateboard. Und hier bin ich nachts geskatet und wurde immer beschimpft. Drei Jahre lang. Da saßen da die Holländer, da war immer was los und dann wurde ich immer beschimpft. Und die roten Dinger, da habe ich immer Flips drüber gemacht. Kon-Tiki-Busse, immer wenn ich in Deutschland Kon-Tiki-Busse sehe, muss ich an Stellendamm denken. Da haben wir unseren schönen Kanal, ich bin jetzt vielleicht 500 Meter weg vom Haus gerade, das ist nicht 100. So. Weiter geht's. So, aber hier ist eine tolle Stelle, weil meine Jugend. Ich habe halt geangelt, weil ich nicht wusste, wo der Skatepark war. Ich zeige euch, warum ich den nicht gesehen habe. Naja, egal, hier war ich halt viel, weil hier sind drei Brücken. Im Sommer springt man hier von der Brücke runter. Dann seht ihr hier den Kanal, zeige euch gleich. Ach, verdammt, weil sonst geht es hier über die Brücke. Ja, genau. So, und hier habe ich
diese Brücke, da haben wir oft das mal gechillt drunter. Da hinten geht's weiter und da hinten geht's so rechts rein. Genau, nicht in Ellefurt angekommen im Skatepark, aber im Außenhafen, Innenhafen. Außenhafen ist Nordsee, Innenhafen ist Haringvliet, sorry. Und auf jeden Fall war ich da ganz klein, schon immer hier. Und weil ich halt den Skatepark nicht gefunden habe, musste ich ja irgendwo skaten. Und dann bin ich halt hier die Banks gefahren und die sind echt scheiße. Aber ich wusste nie, wo ich Skateboard fahren sollte. Jetzt guckt euch die Banks an, weil es gab nichts. Gelagkacke, ich bin vom Heimat gefahren, vom Plus. Es gibt so einen Kreisverkehr, da gibt es so quartermäßig, da bin ich gefahren, aber jetzt guckt euch die Banks an. So. Und hier bin ich Skateboard gefahren. Sehr lange Zeit, weil ich nicht wusste, wohin. Und dann haben die auch noch Rails am Wasser. Da habe ich 50-50 dran gemacht. Ich habe so Angst gehabt, dass das ins Wasser fällt. Aber da musste ich auch gleich her, deswegen. Aber wie gesagt, hier kann man nicht skaten. Aber wir haben es getan, weil wir unbedingt skaten wollten. Und ich hatte Spaß. Und wie, gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Ich kann es euch aber zeigen. Wartet. Geht wirklich gar nichts. So. Hört ihr das? Geht gar nicht. Und dann bin ich immer mit Vollspeed und dann so. So. Und das habe ich immer gemacht. Aber mit richtig Schwung meine ganzen Achsen kaputt gemacht. Aber ich hatte voll Spaß hier. Also ich bin mehr runtergefahren, Olli von oben reingemacht, hochgefahren und Fakey, ja, wie gesagt, das war sehr schwierig. Aber wir konnten skaten. So, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, weil ich muss ja jetzt nicht anhalten. So. Und deswegen hatte ich Schiss bei 50-50, dass der ins Wasser fällt. Aber hier konnte man ein bisschen besser fahren, weil der Boden davor halt besser ist. Sieht man ja, keine Klick, 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 sondern man konnte so fahren. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe den mal hier gemacht, weil ich cool sein wollte. Aber eigentlich hätte ich den auch, also meistens habe ich den hier gemacht, weil dahinter halt nicht immer Wasser ist. Ja, aber schön hier. Und das ist die beste Pommesbude überhaupt. Naja, Rotterdam geht's nicht. Ich hab das doch extra anders hingestellt. Ich meine, jetzt muss ich die Klingel besorgen, ich hab zu Hause noch eine. Aber Müll muss weg. So. Hab das Fahrrad extra hingestellt, dass nichts passiert. Das ist doch kacke. Auch bei uns am Haus. Ich stelle die ganze Zeit die Stühle so schief hin, die fliegen die ganze Zeit weg. Ich habe das extra so, dass der Wind da so herzieht, aber es wird so gut. Seht ihr, jetzt steht das an der Wand und wir schon wieder fast umgeflogen. Egal, was ich erzählen wollte, an der Kante, die ich gefilmt habe, da war auch, habe ich mit Bartos hier, das, der hat das auch gefilmt, direkt an der Kante gefahren, Kickflip oder ein Olli. Ein Olli oder ein Kickflip. Und dann, ich Idiot, habe da echt so an der Wand gefahren, Olli gemacht. Ja, weiter geht's. Und da ist der Skatepark, also da ungefähr. Dahinter. So. Auf jeden Fall ein toller Weg zum Skaten, würde ich sagen. Damals war das selbstverständlich, heute genieße ich es. So. Fahren wir hinten rum. Jetzt haben sie hier so Lego-Häuser, deswegen filme ich das mal. Oh fuck, da ist ein Teil von dem Lego-Haus. Und dann setzen sie das irgendwie zusammen. Total crazy. So, kann sein, dass Verschönerungsfilter drin ist. Keine Lust, jetzt die Kamera zu drehen. Jetzt weiß ich. Jetzt sehe ich mich wenigstens. Jetzt fahren wir außen rum. Den schönen Wasserweg erledigt. Jetzt geht's auf den Skatepark.
fahren wir kurz an der Haringfliet hinten rum. Hier sind so die Campingplätze und Città Romana und was nicht alles so heißt. Und hier sieht es jetzt die ganze Zeit so aus. Deswegen, bis gleich. So, jetzt habe ich ein Problem. Eigentlich gar kein Problem, weil ich zeige es euch. Ich bin hier an der Kreuzung. Da bin ich immer hergefahren, weil da fährst du so und dann bist du hinter dem Hügel und dann ist da die Straße, dann geht es nur geradeaus, Route 66 und dann bist du direkt am Skatepark. Oder man fährt hier so, dann so, voll schön und hinten geht es nochmal eine Kurve wieder geradeaus und so hoch und dann ist man auf Höhe vom Skatepark, fährt eine Querstraße und kommt am Skatepark an. Aber hier ist halt wunderschön und das wäre toller jetzt fürs Video. Weil wenn ich jetzt daher fahre, fahre ich da hinten, da sind so zwei Menschen, da geht es so runter und dann bin ich auf Route 66, da geht es nur geradeaus und sieht man nichts. Und wenn ich jetzt hier lang fahre, dann kann ich auch ein paar Pferdchen, Kühe, Schäfchen, Wasser und Co. filmen. Also da hat man jetzt 20 Sekunden ein schöneres Bild als geradeaus. Und immer wenn ich da hinten herfahre, habe ich Gegenwind. So, und hier jetzt auch. Deswegen, ich glaube, ich fahre hier lang, das dauert ein bisschen länger. Wir haben jetzt schon 8 Kilometer, sind noch nicht im Skatepark. Wie gesagt, das ist mein Weg zum Skatepark gewesen. Manchmal zweimal hin und natürlich auch wieder zurück. Fährt ich schon ordentlich. Ja, und jetzt mit dem Weg wird es vielleicht, ich glaube, 1 Kilometer mehr, wenn überhaupt. Also viel, viel weiter ist das jetzt nicht. Daher, also ich würde sagen 9 Kilometer am Skatepark und jetzt, ich sag mal 9,5, wir gucken, wenn wir da sind. Aber jetzt filme ich erstmal den Schwimmweg. Da, Wasser! Das ist eine Pferdewiese, seht da gleich Pferde. Und Vogelschutzgebiet und Kühe. Der Hammer. Ganzen Vögel. Ich hoffe mal, ihr kennt die auch Fernseher. Jetzt kommen die Pferde. Wie gesagt, das alles, was ich jetzt gefilmt habe nach der Kurve, ist Pferdewiese. Dahinter ist Campingplatz. Ihr seid so hübsch. Ihr seid so hübsch. Hi. Hi. Ihr seid so hübsch. Wunderschöne Pferdchen. So, und das ist jetzt quasi der Ende vom Weg, was ich erzählt habe. Und jetzt fahre ich oben links, weil da ist der Skatepark. Ich hoffe, ihr versteht mich alle so gut. Ich schreie extra ganz laut. Und schmal. Und da ist der Skatepark. Hi. Alles gut? Ordentlich dahin gekackt, würde ich mal sagen. Das war jetzt der schöne Weg, wo ich gesagt habe, weil sonst wäre ich von links gekommen. Und da. Ja, da seht ihr die Straße genau. Da. So, wir fahren geradeaus. Wir fahren geradeaus. Ach verdammt, weil hier ist der Kreisverkehr. Scheiße. Und jetzt ist nicht mehr weit. 20 Meter. Und jetzt zeige ich euch mal wieder mein hässliches Gesicht. Weil hier, ja, ich will eine Überraschung. Damals ging der Weg weiter geradeaus. Die haben das immer mal wieder geändert. Ja, watch out. Hoi. Da ist er, mein alter Skatepark. 20 Jahre hier geskatet, fast. Coole 4 Treppen mit einem fetten Rail. Körbis, das kenne ich von früher noch. Aber ich muss hier mit Sonnenbrille fahren. Früher war der Belag blau. Das kannst du nicht fahren. Obwohl es super cool ist. Schöne Höhe. Hier, ich versuche nachher mal ein paar Tricks. Weil du kommst hier nicht hoch, weil da Treppen sind. Und du kriegst von da hinten keinen Schwung, um das zu fahren. Aber was krass ist, der Boden ist voll böse. Hört mal.
So, wenn ich keine Sonnenbrille auf habe, sehe ich nichts. Früher, der war blau und jetzt ist der silber. Ich weiß nicht, wie krass das blendet. Aber das war mein Skatepark. Hammer, ne? Ich habe keine Ahnung, wie überhaupt ich stehe. Es ist so stürmisch. Also ich kann gar nicht hochfahren. Ich sehe nichts, trotz Brille. Sehr wenig und ich kann, ach so Gegenwind, ich kann noch runterfahren. Es ist so windig, ich komme gleich zurück. Ich glaube, das war's. Ich habe so einen krassen Gegenwind. Ich kann nicht fahren. Alter, ich komme gar nicht gegen. Wenn ich runterfahre, wie super schwung. Der Wind schiebt so derbe. Ja, irgendwas machen wir noch. Aber ist schon krass mit dem Wind. Das ist fast unmöglich. Das ist echt heftig mit dem Wind. Aber ich will auch nicht skaten, aber ich kann nicht skaten. Und dann immer die Brille, mit Brille geht gar nichts. Ohne Brille geht's besser. Aber es ist kein, bleib ich mit dem Kingpin oben hängen, weil das ist eckig. Habe ich gerade mal gecheckt, voll die Kratzer rein. Zeig es euch. Weil ich habe ja jetzt ein paar Mal Smith gehabt, mit Sonnenbrille geht gar nicht. Ich sehe das real gar nicht, weil es ist wie beim Ski. Also so Finger unterm Auge, siehst du nichts. Und hier. Hier irgendwo, da, alles vom Kingpin. So, das ist mein zweiter Park, also wo ich immer geskatet bin, wenn ich nicht in Deutschland war. Also ständig. Aber ja, ich glaube, ich hole die Kamera hier hin. Also, helle Footloose, mein zweiter Skatepark, wo ich wirklich. Oh, die Sonne scheint so schön. Es ist voll warm, wenn der Wind nicht so bläst. Obwohl, selbst mit dem Wind ist warm. Pulli an, das ist viel zu warm. Aber bei dem Wind denkst du, boah, brauchst du einen Pulli. Aber irgendwie nicht. Naja. Es ist selbst hier sehr windig. Obwohl ich mich extra mit Geschütz hingestellt habe.
Naja, also ich habe jetzt ein paar Tricks gemacht, mehr schaffe ich nicht. Ich kann mit Brille überhaupt nicht skaten und wenn ich Brille abhabe, blendet es. Ich habe jetzt versucht, was zu machen. Ich wäre so gerne die Quarters noch gefahren oder wenigstens ein bisschen die Treppen mal runtergesprungen oder das Rail gefahren. Dann habe ich ja meinen Wachs vergessen, meinen Schrauben. Also ich habe meine Tüte mit meinem Werkzeug, Kugellager, Schnürsenkel, deswegen mein Schnürsenkel. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Auf jeden Fall habe ich das vergessen, daher war es gerade ein bisschen schwierig mit der Ledge, mit dem Rail. Da das stumpf wie Oscar war, also mega stumpf, naja, ist nicht schlimm. Es war ein bisschen Skaten, ein bisschen Feelings von damals. Da muss ich vorstellen, ich bin halt hier reingekommen vorher. Hier ist jetzt Wiese. Und wir waren hier halt ganz viele. Hier gab es halt einen Hellefoot-Skater, wir waren halt so eine Truppe, ich gehörte halt dazu. Halt so wie ich ein HEMA halt, HEMA-Runner-Skater war, war ich auch ein Hellefoot-Skater. Als ich Pro bei Santa Cruz geworden bin, haben die dir das so abgefeiert. Ich kann euch genau zeigen, wo. Nämlich da, wo jetzt die... Da hinten, wo jetzt die... Genau. Da war vorher so eine Holzecke, da hat man Feuer gemacht und. Die bauen das halt zwischendurch mal um. Und ja... Und dann habe ich, weiß ich noch, wie ich da saß und die wussten das. Ich habe denen nichts gesagt, die wussten, dass ich Profi war. Weil ich war dann irgendwann nicht mehr so oft hier, weil ich dann halt oft skaten war, gesponsert, Contest, pipapo. Aber ich war trotzdem, ja, was heißt nicht so, aber trotzdem regelmäßig hier. Ich hatte einen Kollegen noch, der hatte auch ein Haus, der war freitags einfach bei mir an der Tür und sagt, wir fahren nach Holland. Haben wir nach Holland gefahren. So war das. Selbst wo meine Mutter nicht mehr war, war ich noch sehr oft hier. Ja, und der Skatepark hat mir halt eine Menge geholfen, weil in unserem gab es nur Quarters und hier gab es Banks und Führers. Ja, und das war halt echt cool für meines, für das Skaten halt, ne. Der hier hat mir den Arsch gerettet, weil ich war jung, ungesponsert und ich konnte hier skaten. Und ich war immer hier aufgestanden, gefrühstückt, gewartet, 12, 1 Uhr, ab ins Skatepark. Ja, und dann kamen die Jungs irgendwann. Nee, die waren dann, manche waren hier, wenn die Ferien hatten, sind drei dann essen gefahren. Boah, ey. Alter, jetzt. Der Wind kommt von da. Von da kommt der Wind. Und ich sitze hier und bin trotzdem voll im Wind. Verrückt. Nee. Auf jeden Fall macht es echt Spaß. Ein paar Tricks gemacht, Erinnerungen, leider keine Leute mehr da wie früher. Wir waren echt eine Riesentruppe. Das war so cool, du kamst hier hin, kanntest alle, schön geskatet, bist durch die Stadt gegangen, Leute getroffen, wenn mal schlecht Wetter war, bist halt mal hier durch die Stadt und war wie zu Hause. Ja, auf jeden Fall war das echt toll. Ja. Ja. Mist, ey. Ja, es geht mir gerade an die Nieren, muss ich sagen. Wirklich sehr. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so trifft, jetzt wo ich darüber rede und so. Oh Mann. Voll die coolen Sessions immer gehabt. Bis nachts, dann nachts hier rumgechillt, weil du konntest ja nicht skaten, dann mit denen noch abgehangen. Bei uns musste es um 7 Tür zu, ein bisschen vom Skatepark ab nach Hause, das war bei uns so. Und hier war ich da manchmal echt lange, weil immer bis 12, 1, 2 Uhr nachts zu Hause, weil ich muss ja auch nach Hause fahren und dann bist du so platt, da brauchst du ewig. Plus das Klapprad. Hi. Hallo. Hallo. Jetzt kommen andere, dann höre ich jetzt mal auf zu quatschen. Und versuch gleich noch ein bisschen zu skaten bei dem Wind. Gucken, ob das klappt. Ich komm nicht vorwärts! Seht da mal, wie stürmisch das ist! Ich fahr 6 km/h, wenn überhaupt 4. Unglaublich! Es ist so windig! Guck mal, wie langsam! Und ich war bis Game bei dem Wind, aber nicht lange. Das ist so krass. Fast oben. Ich bin oben. Unglaublich. Hab's geschafft. Geh weiter. So. Wasser. Bin über den Damm, habe ich meine Mädels getroffen, weil die wollten eigentlich zum Strand, aber Wetter ist so windig. Hab ich da gerade aufgezeichnet, dass ich bis zur Brücke, da kam
nicht mehr stehen.